Chat, wir sind in der Stadt der Tränen. Wir sind in der Stadt der Tränen. Wir sind in der Stadt der Tränen. Das ist mein 5. Try Seesaw Run. Ich schaffe den jetzt. Das wird der Run. Es wird der Run. Wir machen heute richtig Progress. Wir machen jetzt erstmal Stadt der Tränen. Bam, bam, bam. Danach gehen wir rein in das Hollow Nest. Dann gehen wir runter. Dann gehen wir hoch. Dann gehen wir Green Path. Dann machen wir dies und das. Warum steht in der Caption aber Steel Soul Run? Emom, was ist das jetzt für eine Frage? Das ist der Steel Soul Run, hä? Hättet ihr Bock, wenn wir, während wir Hollow Knight spielen, parallel dazu, eine Frage Go im Discord zu machen? Ihr kommt in Discord, ihr könnt mir alle eine Frage stellen, egal welche, egal wie sie ist, ich muss ehrlich drauf antworten. Und ihr kommt rein, hättet ihr Bock da drauf? Mir fällt nichts ein, though. Okay, Nali, du weißt also alles über mich schon, oder? Du hast keine Frage mehr im Leben. Du bist quasi fragenlos, Nali. Klar. Ich weiß alles. Wie geht's dir eigentlich? Nee, immer um so läuft die jetzt eine Frage Go nicht. Wann kommt mal wieder Fortnite, Tom? Bin zu schüch? Bin lieber stille Beobachterin. Okay, okay. Trau mich nicht. Oh, Alter, Lena. Das ist so, also das ist wirklich so krass. Das ist wirklich so krass. Okay, Shitoge, du kannst gerne den oder die erste Person hier reintun, wenn du magst, okay? Du darfst aussuchen, wer. Hallo, Mona, du müsstest dich entmuten. Lord, ich dachte, ich bin entmuted. Sorry an der Stelle. Ja, alles gut. Gut, kurze Frage. Ja. Hast du zufällig irgendwelche Katana-Ohrringe übrig? Mein Freund dachte sich, es wäre eine super Idee, den zu verschlampen. An der Stelle, Grüße gehen raus an Stefan. Stefan. Ich mach Schluss, wenn ich ihn nicht wiederfinde. Oh mein Gott, also es steht die ganze Beziehung für Stefan auf dem Spiel. Ja, quasi, mein Spaß. Okay, also du meinst halt noch von meinem allerersten Drop, oder wie? Ah nee, von dem zweiten, also Im zweiten, genau. Nee, tut mir leid, also da habe ich keine mehr. Aber das Ding ist, du kannst ja eventuell, also du hast sie gar nicht, sie sind nicht nur nicht kaputt oder so, sondern sie sind weg. Der ist weg, ja. Ja, okay, da kann ich leider nicht mehr so viel machen. Tut mir leid. Okay, dann muss die Beziehung mal enden. Zwingend jemand muss böse. Oh Mann, Stefan, ey, wie konnte das denn passieren? Aber vielleicht kann er dir vielleicht neue tolle Ohrringe schenken als Ersatz, die so ähnlich sind. Ja, besser so. Okay. Alles klar, danke dir. Gut, danke. Ich weine mich heute in den Schlaf, aber trotzdem. Ach, ist das jetzt gerade erst passiert, oder wie? Ja, vor ein paar Tagen. Und dann weinst du schon länger, quasi, dich in den Schlaf? Ja, ich weine schon seit ein paar Tagen. Okay. Alles klar. Ja, dann schlaf, wein schön, oder so. Danke. Viel Spaß an die Person, die mit ihm im Call ist, wenn er stirbt. Du bist da nämlich schuld und das sagt er dir noch. Tom, das Ding ist, du denkst, du hast mich jetzt so richtig five-headed irgendwie so analysiert oder sowas. Das stimmt aber nicht. Das stimmt, das würde ich nie machen. Das ist crazy. Hallo, Mr. Yarrow. Moin. Meine Frage ist, was ist dein Lieblingsmusikgeschmack, deine Lieblingsmusikrichtung? Rap und Hip-Hop, auf jeden Fall. Ja, ich habe früher auch viel Rap gehört, aber habe irgendwie damit aufgehört. Echt? Ich höre jetzt viel Taylor Swift. Metal. Ah, okay. Oh, nein, nicht Taylor Swift. Bitte nicht. Okay, okay. Metal ist auch sehr nice, ja. Auf jeden Fall. Also ich höre ja. Mein Lieblings? Ja. Hm? Was ist mein Lieblings? Lieblingskünstler. Aus Metal-Bereich? Nee, generell. Generell, ja, ich würde schon sagen Tyler, the Creator. Sehr weit oben. Mhm. Also, ich fühle Slipknot sehr krass. Slipknot, das ist okay. Mein alles. Ja, ich hatte mal ein Buch von einem Slipknot-Sänger gelesen. Das war auch sehr nice. Cool. Mhm. Kennst du Gojira? Nee, kenn ich leider nicht. Hör mal rein. Von Mars zu Sirius, sehr geiles Album. Mag ich. Mhm. Jo, dann hätte ich sonst keine Fragen mehr. Okay, alles klar.
dann schönen Tag dir noch. Schönen Tag und viel Spaß beim Caesar Run. Danke. Tschüss. Ciao. hallo Pexi. Oh nein. Hallo? Oh? Hallo, Pepe. Wann gibt's Minecraft Whitelisting? Oh, das ist eine gute Frage. Also wir machen ja das Minecraft dann wieder im so Ende November, Anfang Dezember, ne? Hä? Haben wir ja gesagt, oder? Ja, aber geht auch früher. Kannst du ein bisschen lauter reden oder bist du irgendwie ganz leise? Aber geht ja auch früher, oder? Digga, du bist ja wirklich irgendwo im anderen Zimmer, wenn du redest. Jetzt bleib doch mal am Mikrofon. Ich hab mein Mikrofon im Mund. Hallo? Gut, okay, das braucht jetzt auch nicht so sein. Hallo. Also Minecraft Whitelisting würde... Also du willst jetzt einfach schon das Minecraft Whitelisting machen, wenn der Server erst im Dezember ist, oder wie darf ich das jetzt verstehen? Also der Server geht ja auch schon früher, oder? Ne, naja, wir haben halt dem Chat gefragt, wann wollt ihr das haben, und der Chat hat gesagt im Dezember, also im Winter. Aber der Chat sagt auch, dass Luca ein guter Film ist, also... Okay, also sollst du eher sagen, so scheiß drauf, was Chat sagt, mach wirklich dein eigenes Ding, sagst du eher, oder was? Ja, das genau das finde ich so. Okay, ist ein valid Take von dir, finde ich. Okay. Ja, wir können, aber ich finde halt so, wann ist denn, aber die beste Zeit ist doch eigentlich voll, also Minecraft zocken so im Winter, oder nicht? Ist das da nicht die geilste Zeit? Ich finde, Minecraft ist immer perfekt. Es gibt keine schlechte Zeit. Ja, aber doch, ich finde, also es gibt keine schlechte Zeit, aber es gibt schon bessere Zeiten. Also ich finde, im Hochsommer einen Minecraft-Community-Server zu machen, ist jetzt nicht so cozy, oder? Ja, ich finde es schon sehr cozy. Mann, der will nur Content haben für seine Streams. Ist das so, Pepe? Nee, das stimmt nicht. Okay, Tom, was soll das dann? Warum jetzt hier zu lügen? Nein. Du bist wieder kilometerweit entfernt von deinem Mikro. Okay, so besser? Nein, du musst es nicht in den Mund nehmen. Du musst einfach nur ganz normal davor sein. Bitte. Okay, so, hallo? Mhm. Also ich würde sagen, das Whitelisting kommt Anfang November. Anfang November, schreibe ich mir auf. Wo schreibst du dir das jetzt hin? Ich habe hier noch einen Bon vom Einkaufen. Da schreibe ich es auf. Okay, keine Bon, ne? Nee. Einkaufs. Gut, Bon. Okay, gut. Dann schreib's darauf. Kannst du schreiben, Anfang November Minecraft Whitelisting in Klammern, ich bin nicht dabei. Aber das ist ja jetzt nur als Witz gemeint, oder? Ja, das war nur ein Witz, klar. Soll ich trotzdem auch schreiben, oder? Genau, schreib das auf. Okay, schreib ich auf. Okay. 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 Na gut, dann bin ich raus. Tschüssi. Ciao! Hallo Justin. Hallo. Na, wie geht's? Hallo? Justin, bist du auch weit von der Mikro entfernt? Kann das sein? Hallo? Nee, nah ran ans Mikro, meine ich. So, hallo? Du redest irgendwie immer leiser. Ich hab keine Ahnung, was das ist. So besser? Du kannst mal näher an dein Mikro rangehen. So besser? Es ändert sich nichts! Du sagst die ganze Zeit so besser, es ist immer gleich leise! Ja, okay. Nein, alles gut, dann mach ich dich separat laut. Was ist denn deine Frage? Ich hab eigentlich keine Frage. Hi König DDD. Hallo. Na, wie geht's? Ja, alles gut, und dir? Ja. Auch. Okay. Ich hab noch keine Frage. Ich mach grad Mathe. Kannst du mich gleich schon mal reinholen? Jobber Larry.
Weg. Ja, meine Frage. Es geht tatsächlich um die letzte Podcast-Folge. Dankeschön, Mona, für 49 Monate. Dankeschön, Mona. Yo, in Zukunft keine nippligen Grüße von Stefan, bis er meine Ohrringe hat. Oha! Okay, das ist krass, Mona. Das ist krass. Er darf die Nippel nicht mehr sehen. Kann ich verstehen. Ey, ich hab doch zufällig Katana hier, Mona. Ich schick dir die dann. Das ist sehr interessant. Ja. Nee, was meintest du gerade, Jobber? Meine Frage handelt sich um die letzte Podcast-Folge, wo ihr das Werk Drache und Chamäleon vorgestellt habt. Ja. Und zwar geht es um ein Video, welches auf dem Peak-TikTok-Kanal veröffentlicht wurde. Mhm. Und zwar ziehst du dort deine Hose runter und packst quasi den Manga-Band vor deinem Schlong. Ja. Und ich wollte einfach nur mal wissen, was zur Hölle dir im Kopf, also was zur Hölle dir bei dir im Kopf vorgegangen ist, dass du das gemacht hast. Ja, guck mal, das war ja so quasi noch nach der Folge, als wir das Thumbnail aufnehmen wollten. Und dann hatte so, einfach... Du dachtest, deine Hose rauszuziehen wäre für das Thumbnail ideal. Mann, das Ding ist, das hatte Lazar so gesagt und ich habe das dann auch gemacht, weil ich dann auch so einer bin, der das dann halt macht, ne? Und Gorch meinte dann einfach, Gorch hab ich angeschrieben, hat gefragt, Joni, kann ich das als Clip machen? Was soll ich da sagen? Ey, Gorch, tut mir wirklich leid, dass er dir das geben muss. Digga, das nächste Mal reiß ich einfach den Manga weg und dann muss Gorch sich das angucken, was da unten ist. Oh mein Gott, ja. Okay, das verstört das Leben. Nee, ich hoffe, ich konnte damit Aufklärung schaffen. Hast du sonst noch eine Frage? Auch für Jobber kann es auch zwei Fragen sein, wenn du magst. Nee, es passt schon. Ist auch besser so. Hättest eh keine zweite bekommen. Ja, ich glaube, wenn ich eine zweite gestellt hätte, wäre ich auch gebannt. Genau, richtig. Ja, na dann, viel Spaß noch bei Steel's Run. Du wirst es definitiv schaffen, ne? Das... Ich glaube ganz fest an dich. Meinst du es ernst? Bitte meinst du es ernst. Ich mein's schon halb ernst. Wahrscheinlich nicht heute, aber bestimmt noch in der Zukunft. Halb ernst ist krass. Okay, alles klar. Danke dir. Ja. Ciao, Jobber. Ciao. Wobei, ich finde sowieso im Chat. Ja, Sam. Ja. Ach, der gute Jamie, was geht? Echt grad. Wie bitte? Du hast was im Mund? Ich hab das gegessen, sorry, Bro. Ah, okay, alles gut. Meine Frage war, kannst du was leaken aus deiner Anime-Topliste? Welcher Platz? 2. Vagabond. Geil. Ja. Okay. Sonst, wie geht's? Es geht, ne? Leben. Ja. Und dir? Danke sehr. Ah, super. Okay, das freut mich. Na ja, dann hoffe ich mal, dass ich dann die Liste bald mal fertig mache, damit du die sehen kannst. Freue mich schon. Alles klar. Dann schönen Abend dir noch. Danke. Ciao. Ciao. Guten Tag, Abend, Max. Ah, warte, ich war noch kurz muted, sorry. Hallo. Wie geht's? Gut. Ich wollte dich eigentlich nur fragen. Ich plane aktuell, überleg, wann ich nach Japan reisen sollte. Und da wollte ich dich fragen, ob ich im Sommer oder lieber im Winter reisen sollte. Es gibt für dich nur Sommer und Winter, also sowas wie Frühling oder Herbst wird nicht in Frage kommen? Nee, ich kann leider nur im Sommer oder zur Weihnachtszeit, also irgendwie so, Dezember und Januar. Okay, wie reagiert dein Körper denn auf extrem heißes und schwüles Klima? Ja, nicht so geil, glaube ich. Dann Winter, weil Sommer in Japan ist wirklich Dajge. Ja, und im Winter ist es da sehr kalt? Nö. Also, kommt im nördlichen Teil von Japan, ne, Hokkaido und sowas, Sapporo auf jeden Fall, da kannst du dann auch schön Ski fahren und so, das kannst du fast über das ganze Jahr hinweg, aber besonders dann geil, Snowboarden und sowas, aber es gibt, so in Tokio wird's nicht so eisig kalt sein, nicht so kalt wie in Deutschland. Oh, das ist ja super. Nee, Ski fahren wollte ich aber sowieso nicht.
Da breche ich mir immer die Beine. Immer? Also es ist schon öfters passiert? Ja, nee, nur das eine, wo ich gefahren bin. Da hast du dir die Beine gebrochen? Ja, nur das eine, also nicht beide Beine. Das ist ja krass. Das war nicht so schlimm. Okay, okay. Ja, gute Besserung, ne? Ja, also, das ist jetzt schon länger her. Ja, aber wie gesagt, gute Besserung einfach. Okay. Okay. Ja, dann viel Spaß noch. Viel Spaß in Japan. Danke. Ja, danke. Ich hab 10.000 Geo gewettet darauf, dass du es schaffst jetzt. Oh, ja, also ich, ja genau, das werde ich deswegen auch machen. Genau, okay. Okay, mach mal so, ja? Ja, danke, tschüss. Ciao. Guten Tag, Schlopel. Hallo. Ich habe eine ganz wichtige Frage. Ja, boah, du klingst wirklich als wärst du 40, geil, okay. Ey, Mann. Wann wird Pepe gebannt? Pepe? Ja. Mr. Paxi, meinst du? Ja, den. Hm. Der war schon öfters mal gebannt. Was, ja, hast du denn für ein persönliches, was hast du denn für ein persönliches Problem mit dem? Ja, weiß ich nicht. Warum dann nicht einfach weg mit dem? Ja, nee, also ich brauch da schon irgendwie einen Grund. So einen Banngrund quasi, weißt du? Es ist Pepe. Das, nee, das reicht mir nicht, das reicht mir nicht. Okay, schade. Aber das Ding ist, du kannst ja eventuell deine Kanalpunkte zusammensparen und dann kannst du ja vielleicht die dafür einlösen. Für den Bann. Wie fändest du denn das? Ja, weiß ich noch nicht. Ja. Okay. Ist ein Deal. Okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Dann musst du aber jetzt auch gewinnen, ne? Sonst habe ich keine, hallo? Ja, hast du auf... Du hast auf Belieben gemacht, ja? Na, natürlich. Irgendwie glaube ich dir das gerade nicht. Hä? Warte. Okay, ich glaub's jetzt. Dann bis zum nächsten Mal, Schloppel. Okay. Ciao. Ciao. Und da ist die gute Future 9. Oh Gott. Oh, der gute Future 9. Hallo. Also, hallo erstmal Chat. Ein Thema, wo viele sich spalten, um ehrlich zu sein. Es geht um One Piece. Ja, One Piece. Was hältst du von Gear 5? Gut. Weil viele sagen ja, ja, One Piece hat sich voll geändert wegen Gear 5, ist lächerlich geworden und so. Nee, überhaupt nicht. Das passt perfekt zu Gear 5. Find's richtig geil. Ja, finde ich auch. Also ich finde, Gear 5 ist legit eine der ikonischsten so Anime die es gab. Genau das. Genau das finde ich auch. Super. Ich find's geil. Und ich mag weiße Haare. Ich finde das Design geil. Ich finde das Cartoon-artige nice. Eigentlich alles ultra gut. Also ich bin großer Fan von Gear 5. Und 5 ist meine Lieblingszahl, ja, und ja, alles nice. Das hat halt irgendwas Episches auch, finde ich. Ja, schon. Also vor allen Dingen, es kommt halt durch dieses etwas Quatschige, kommt es so krass übertrieben stark rüber. Weil so Ruffy hat halt keine Angst mehr in diesem Gear. Und ein Gegner, der keine Angst hat, ist schon gefährlich, so, weißt du? Ich find's schon richtig, richtig sick. Ja, geil. Ja, super. Okay. Gut, ja. Dann lass ich weiter Fragen beantworten. Dankeschön für deine Frage. Hab schön. Ciao. Tschö. Veniria. Hallo. Hi. Oh, warte mal, ich stream aus. Okay. Hallo Chat. Meine Frage ist eigentlich, hast du eingeplant, Pokémon oder Zelda irgendwann mal zu zocken? Oder, ne? Also du meinst unabhängig von den neuen Spielen, die ja rauskommen und die ich ja immer gespielt habe. Ja, also genau. Ich weiß, dass du... Hast du Tears of Kingdom gespielt? Ich kann mich nicht erinnern, aber... Richtig. Das erste hast du ja...
Ja. Achso, ja, hast du, okay. Mhm. Okay. Vielleicht irgendwas mit den anderen? Also einfach so nochmal, also ich hätte Bock nochmal einen Nasselock zu spielen, bin ich ehrlich. Und ja, okay, habe ich mir gedacht. Ja. Zelda? Ja, und Zelda, boah, also würde jetzt ein Twilight Princess Remake für die Switch kommen oder ein Wind Waker Remake für die Switch, würde ich es machen, aber ich glaube, ich schmeiße da jetzt nicht extra einen Emulator für an. Verstehst du? Ja, okay. Also so. Also bis jetzt ist da nicht so was Krasses geplant. Auch wenn das beides so meine Lieblingsfranchises sind, sehe ich gerade jetzt gerade nicht so wirklich den Sinn da drin, irgendwas da zu spielen von. Also ich würde, wie gesagt, eine Challenge, eine Nuzlocke oder irgendwas in der Art würde ich machen, aber mehr auch nicht gerade. Ja. Okay, verstehe ich. Okay. Rage. Wind Waker oder Was wäre denn, aber warte, was wäre denn dein Lieblingsspiel, was ich spielen könnte? Ich habe wirklich, also ich glaube, Skyward Sword. Okay, das ist krass, das ist ein Rare Take. Ich weiß nicht, wie Chat reagiert gerade darum, also. Aber was findest du denn an Skyward Sword so geil? Skyward Sword ist halt so diese Geschichte hinter. Das ist ja, glaube ich, die erste. Ne? Ja. Mit Skyward Sword fängt alles an und ich finde das einfach geil, glaube ich. Ich glaube, ich weiß halt nicht, ich weiß, dass alle Skyward Sword nicht so mögen wegen den Motions und so, aber es ist halt eine geile Geschichte, darum denke ich mir so. Wäre ja mal eine ganz interessante Frage auch für Pokémon-Chat. Würdet ihr lieber auf Twitch von mir sehen, wie wir eine Challenge machen, also Nuzlocke, Emulator-mäßig irgendeine Challenge, oder genießt ihr das auch einfach, wenn ich ein komplettes Pokémon Vanilla spielen würde? Also beispielsweise, wir spielen Schwarz und Weiß oder wir spielen nochmal Saphir, aber in Vanilla halt, ohne Challenge. Was findet ihr da besser oder interessanter? So Nuzlocke-mäßig Challenge oder ganz clean Vanilla? Beides, lieber Challenge. Nuzlocke wäre Vanilla, ohne Challenge schon mal Nostalgie. Vanilla, beides, mag beides. Okay. Also ich glaube, Chat hat auch Bock auf Pokémon und ich habe sowieso immer Bock auf Pokémon. Das Problem ist halt nur, dass ich halt gerne mal die Classic-Pokémon-Spiele auf der Switch hätte. Der es fuckt mich wirklich so ab, dass wir immer noch nicht die Möglichkeit haben, die Pokémon-Spiele ohne Emulatoren zu spielen. Also wo ist da der Point, weißt du? Ja, okay, verstehe ich. Weil ich hatte auch Violett jetzt gekauft und ich dachte mir so, okay, ich mag eigentlich Pokémon nicht, wegen Bugs und so, nervt halt, aber okay, eigentlich ist es schon geil. Du magst Pokémon nicht wegen Bugs? Ah Mann, also die haben ja dieses scheiß Pokémon Violet und Scarlet so buggy rausgebracht und es hat mich total genervt, wirklich. Aber das ist halt Trend geworden mit Games, dass sie halt so half-finish rauskommen. Ach so, ja, okay. Ja, also das Ding ist, wenn ich irgendwelche Pokémon replayen würde, dann wären es auch definitiv nicht eine der letzten 5 Games, die rausgekommen sind. Ja, also ich find's to be honest, nicht worthy, darüber zu reden. Also mein Lieblingsspiel ist immer noch Pokémon Smaragd. Also ich finde, dieses Spiel ist perfekt. Und ich würde unheimlich gerne, weil ich da gar nicht mehr so viel von weiß, ich würde gerne noch mal X und Y spielen oder Schwarz und Weiß, eins der beiden. Und ich glaube, X und Y wäre mal ein richtig geiler Vanilla-Playstyle. Hätte ich mal Bock drauf. Ja. Also, wie gesagt, ich würde beides enjoyen darum. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Ja. Dann schönen Abend dir noch. Ja, viel Spaß. Danke. Ciao. Versuch's. Hallo? Sophie X Winchester. Hallo. Ja, ich wollte eigentlich nur fragen, ob du irgendwie eine Lieblings-Supernatural-Folge hast bis jetzt. Also du wolltest fragen, ob ich eine Supernatural-Lieblingsfolge habe. Ja, also ich habe welche, du nicht. Doch. Ja, dann hau doch mal raus. Also alle Folgen mit dem Gabriel, / Trickster. Ja. Schon mal. Ich höre mich doppelt, Sophie. Alert. Ja, ich hab's ausgemacht. Gut. Was noch? Was sind noch so meine Lieblingsfolgen?
Ja, also die Schwanenlied, also das Ende von Staffel 5. Mhm. Und so alle Folgen, würde ich sagen, wo so Sam und Dean so in die Vergangenheit reisen, zu ihrer Mutter und so, Vater und sowas. Das sind auch sehr, sehr, sehr geile Folgen. Okay. Okay. Ja. Und du? Danke. Was ist deine Lieblingsfolge? Ja, auch alle Trickster-Folgen. Okay. Ja, und ansonsten auch so manche Staffelfinale. Aber da heule ich immer, wenn das Lied halt kommt. Carry on my wayward son. Ja. Da heulst du immer. Ich bin da direkt noch mal mit so. Oh, ja. Okay. Ja. Ja, gut. Keine Ahnung, aber weil es so schön ist. Ja, ja, safe. Auf jeden Fall, Supernatural ist eine geile Serie, Alter. So sieht's aus. Guck weiter. Ja, mache ich. Ja, supi. Danke, bis denn, ciao. Exorzist, danke für dein Prime. Liebe, Liebe. Oh, die Musik, es ist so geil. Hi, Nessel. Hi, Nessel. Hi, Nessel. Okay, Nessel, du müsstest dich quasi zum Reden. So ist es auf Discord. Es ist so krass. Und wir haben Niklas.exe. Hallo. Hi. Wie bist du auf deinen Namen gekommen? Ja, weil ich Niklas heiße. Und du bist eine Exe-Datei. Ja, nee, aber ich wusste halt nicht, was ich sonst noch an den Discord-Namen packen soll. Okay, ja, valid. Wie geht's? Ich wollte mal fragen, wann die nächste Ehrentalent-Folge ist. Oder wann das nächste Mal Ehrentalent kommt. Bro, du wirst mir nicht glauben, aber die ist genau jetzt. Zeig uns dein Talent. Ja, nee. Siehst du? Und deswegen, wie soll ich Ehrentalent machen, wenn keiner sein Talent zeigen möchte? Ja, weißt du, dauert halt noch so ein bisschen. Und was würdest du denn vorbereiten? Also Basketballtricks, schätze ich mal. Oh, okay. Feierst du Slam Dunk? Also ich hab's mal vor, anfangen zu lesen, weil ich jetzt gerade auch immer mehr Basketball spiele und du hast das, glaube ich, auch schon mal empfohlen im Peak Podcast. Ja. Ja, deswegen hatte ich das auch mal vielleicht vorzukaufen. Okay, valid. Also ich finde, Real ist das geilere Werk, aber beide sind von Inu und beides ist Peak. So, aber wenn dir Slam Dunk schon zusagt und dir das gefällt, dann liest auf jeden Fall auch Real, weil Real ist legit einer meiner Lieblingsmanga. Okay. Ja, muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren, ne? Vor allem, weil es halt Basketball ist. Ja, ja, eben. Ja. Okay, also Ehrentalent kann ich tatsächlich gar nichts zusammen, weil momentan habe ich da noch nicht so Bock drauf. Und ich weiß auch nicht, in welcher Art und Weise ich das so machen möchte gerade. So ist es einfach so, mal wieder rantasten an die Discord-Formate. Und das ist jetzt ja schon mal eins. Ach so, ja. 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 Trotzdem valid. Okay. Dann noch schönen Abend dir. Alles ciao. Klar. Ja, dir auch. Ciao. Hi, Nick Classic Nickflix. Hallo! Das ist wirklich so krass. Also das ist so ADHD, die gehen hier rein in die Warteschlange und dann machen die irgendwie den Sonntagseinkauf oder sowas, ich weiß nicht. Nick! Nick? Gut, dann bitte einmal Nick wieder entfernen. Hallo? Fleisk. Hallo. Hi, was geht? Hallo.
Na. Erstmal, Chat, ihr seht sehr süß aus heute. True. Okay. Habe ich auch schon gesehen. Ja. meine Frage jetzt. Und zwar, ich möchte jetzt meinen Motorradführerschein machen. Oh, okay. Und meine Mutter, die findet das nicht so toll. Die erlaubt es mir irgendwie, weil ich habe mein eigenes Geld, bin über 18. Mhm. Aber sie macht sich Sorgen. Weißt du, wie ich diese Sorgen irgendwie wegkriegen kann? Boah, ich glaube gar nicht. Soll ich dir ganz ehrlich sagen, ich glaube gar nicht. Also es ist oft, es ist deine Mom und Mom sorgen sich immer. Es ist einfach so ein Mutterding. Und zweitens, ich glaube, wenn ich ein Kind hätte und er, sie möchte Führerschein für ein Motorrad machen, würde ich auch immer so ein bisschen Sorgen haben. Weil Motorrad ist ein gefährliches Hobby. So, also nicht zwingend gefährlich, aber es man hört halt von vielen Unfällen und hier und da und I don't know. Auf jeden Fall. Ja? Ja. Nee, weil gestern hat meine Mama erstmal eine Zeitungsnachricht geschickt, wo steht, Motorradfahrer ist gestorben. Ja, guck mal, das ist ein bisschen quatschig, weil was soll dir das sagen? Ja, sollst jetzt auch kein Flugzeug mehr fliegen, weil irgendwann mal ein Flugzeug abgestürzt ist oder was. Also das ist ja quatschig. Aber ich glaube, wenn sie sich ein bisschen dran gewöhnt und sie sieht, dass du ein paar erfolgreiche Fahrten hattest und so, dann wird das halt. Also wenn du das willst, dann scheiß drauf, ob deine Mutter das jetzt Sorgen macht oder nicht. Da kann sie nichts dran ändern, sollte sie nichts dran ändern können. Okay? Und wenn du wirklich Motorrad fahren möchtest, wenn das wirklich so dein Ding ist, dann mach den. Ganz einfach. Mhm. Aber die Sorgen deiner Mutter, die kann sie sich nur selber nehmen. Es ist ja auch nicht deine Aufgabe, dass du ihr die nimmst. Ja. So, ne? Natürlich will man irgendwie nicht, dass sich die Mutter Sorgen macht. Man will das aber nicht, aber man kann es auch nicht verhindern. Ne? Nee. Deswegen mach, was dich glücklich macht. Und wenn es das ein Führerschein für ein Motorrad ist oder was auch immer, dann go for it. For real. Nick, ich danke dir. Ja, gerne. Nicht dafür. Hab einen schönen Abend, Süßer. Ja? Ja, du auch noch. Ciao. Tschüss. Lieb. Es sterben jeden Tag Hunderte an Autounfällen. Ja, eben. Also das ist ja auch so. Also ich meine, da ist das eine ja natürlich auch noch viel risikoreicher. Ja. Koch, sorry. Was geht? Ja, guten Abend. Ja. Ich habe eine Frage. Okay. Wie kann ich König der Welt werden? Warum willst du König der Welt werden? Das ist so ein Lebenstraum von mir. Wieso ist das ein Lebenstraum? Das ist ein Ziel. Ja, warum nicht? Das klingt irgendwie so ein Anime-Antagonist. Ja, wie kann ich mein Ziel erreichen? Wie kann ich glücklich im Leben werden? Und König der Welt. Erstmal solltest du dein Glück im Leben unabhängig von deinem königlichen Status setzen, oder? Wie fändest du das? Nee. Okay. Also, das ist so eins. Also du sagst, du kannst nur glücklich im Leben sein, wenn du ein König bist. Nee, König der Welt. Das ist halt ein bisschen krass, ne? Bin ich? Ja, also ja, ich möchte Frieden bringen. Ach so, okay. Ja, dann kannst du doch erstmal in deinem kleinen Dorf anfangen, oder? Werd doch erstmal ein kleiner Bürgermeister, der Frieden bringt. Werd doch dann vielleicht ein Bundeskanzler, der Frieden bringt. In Deutschland. Und dann, wenn die Welt merkt, wie gut das in Deutschland klappt, vielleicht wirst du dann ja der König der Welt. Okay. Ja, du kannst ja zum Beispiel auch in kleinen Positionen wie dem Schülersprecher oder sowas, kannst ja auch deine Werte vermitteln. Ja, das wird, glaube ich, nichts mehr. Okay, aber König der Welt wird noch. Ja. Gut. Ja, denke. Mhm. Also wir sehen uns in ein paar Jahren. Maybe. Gut. Ich denke. Okay. Schönen Alles Abend klar. Noch. Bis dann, ja? Ciao. Ciao. Ja, ich schwöre, er wird König Thomas, wirklich. Justin, Alter! Yo, was geht? Ich mache jetzt gerade den Boss nebenbei. Wenn ich jetzt sterbe, dann bist du schuld, wollte ich dir nur mal sagen. Wieso? Nein, nur so, das war ein Spaß. Justin, was ist deine Frage? Boah, ich habe, glaube ich, immer noch keine Frage. Aber wie geht's dir denn? Perfekt. Lucky Life. Hallo. Hi. Ich muss dich mal ganz kurz lauter machen. Okay. Was ist denn deine Frage?
Wie mache ich, dass mich Leute respektieren? Oh, okay. Wer respektiert dich denn nicht? Meine Lehrer. Warum? Weißt du da, also weißt du, warum sie sich eventuell nicht respektieren können? Nee, eigentlich nicht. So. Also gibt's eigentlich keinen nachvollziehbaren Grund, so, ne? Also erstmal musst du verstehen, dass ja Respekt immer eine Sache ist, die grundlegend ein Mensch haben sollte. Also du sollst ja respektvoll gegenüber eigentlich jedem sein, ne? Nicht vorurteilhaftig, respektvoll. Man kann respektvoll auch Auseinandersetzungen klären, man kann respektvoll miteinander streiten, das geht auch. Man darf nicht sich jetzt da drin so in seiner Wut verlieren oder in seinen Vorurteilen. So. Aber Respekt kann man sich auch verschaffen. Und ich glaube, dass Respekt auch sehr viel von außen mit Selbstrespekt zusammenhängt. Also umso mehr Selbstrespekt du dir gegenüber hast, umso mehr strahlst du damit raus. Und du wirst, und die Leute, die dich dann eventuell respektlos behandeln, werden dann auch sehen, das hat dir überhaupt nicht gefallen und das sollten sie eventuell unterlassen, weil sie davor einfach dann auch Respekt bekommen. Verstehst du? Also mit Selbstrespekt schaffst du Respekt gegenüber den anderen. Ja, check. Ja? Ich weiß nicht, würdest du sagen, ja. Du bist eine Selbst... Du hast sehr viel Selbstrespekt? Schon. Okay, also dann liegt es schon mal nicht daran. Denn, keine Ahnung, ich würde es ganz ehrlich offen kommunizieren, wenn es sind nur deine Lehrer und irgendwie nicht irgendwie deine Mitschüler oder Freunde oder Familienmitglieder oder sowas. Lehrer und ein paar Mitschüler. Ein paar Mitschüler, okay. Ja. Und was ist denn zum Beispiel so eine Sache, die Lehrer nicht respektieren, also wo sie nicht respektvoll bei dir sind? Also halt generell, wenn man jetzt irgendwie, sag ich jetzt mal, also ich werde respektlos angesprochen, weil ich bin halt eine Schülerin und dann werde ich halt angesprochen mit so, halt, also die reden halt einfach so, als wären sie halt die Königin oder so und ich werde dann Untertan oder so. Und ach, dann tue ich, so sind die Lehrer halt irgendwie komisch, keine Ahnung. Und dann tue ich halt auch da so kontern, dass ich so sage, yo, das ist voll respektlos von ihnen. Aber dann, dann gibt es halt meistens einen Brief an die Schulleitung oder so. Aber, ja. Okay. Also ich weiß nicht, aber ich meine, Schule, also Lehrerwechsel oder Schulewechsel kommt für dich nicht in Frage. Ich meine, das ist ja auch eine sehr komplizierte Sache, oder? Ja, also ich bin auch fast fertig mit dem Abschluss. Okay. Ich muss dann nur noch abmachen halt. Aber eigentlich tun die Lehrer nur in der Unterstufe unterrichten, deswegen ist er eigentlich, bin ich da easy raus so und wenn dann, keine Ahnung, also vielleicht mache ich Schulwechsel, da muss ich halt noch schauen, wegen so Abitur und so, bla bla bla, aber ja. Okay. Also wie gesagt, ich würde dann einfach so ein bisschen so eine egale Haltung versuchen zu entwickeln und sagen, ey, ich bin hier eh nicht mehr lang und danach muss ich mir die Scheiße nicht mehr geben. Aber du wirst immer Leute haben, die dich nicht so respektvoll behandeln, wie du vielleicht behandelt werden möchtest, so, ne? Auch im Berufsleben oder wo auch immer. Es wird immer dazu kommen, deswegen ist immer wichtig, dass du da nicht so viel drauf Wert legst oder beziehungsweise deine Meinung halt einfach mitteilst, wenn du dich unrespektvoll behandelt fühlst. Ja, das mache ich auch meistens. Gut. Ja. Oh, okay, perfekt. Ich denke, das schaffst du eigentlich auch alleine. Du wirkst jetzt für mich jetzt nicht so, als ob du das nicht hinkriegst. Ja, ich versuch's. Okay, dann danke für deine Frage und hab einen schönen Abend. Du auch. Und danke. Auch. Danke. Mhm. Ciao. Pendix, yo. Yo, Chat. Yo. Ja, meine Frage ist, was hältst du von der Avatar-Serie, also Avatar The Last Airbender und Korra, meinetwegen auch. Korra ist geil. Ja. Aber die Last Airbender-Serie habe ich noch nicht geschaut. Ja, das ist krass, dass du Korra gesehen hast und nicht die Airbender-Serie. Aber, krass, oder? Okay. War jetzt eigentlich gar nicht so deep, aber ist auch nicht schlimm, oder? Nö, das ist eine ganz normale Frage, ist doch valid. Wie fandest du sie denn? 10 von 10? Ja,
Nee, also 10 von 10 nicht, aber schon so 8 von 10, beide Serien. Okay, geil, geil. Naja. Ach so, ach so. Du, ich dachte, du meinst die Real-Life-Avatar-Adaption. Nee, 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 deswegen. Ah ja, Bro, natürlich habe ich die gesehen. Beides, beides Peak. Beides Peak. Also ich ja. finde, ich finde, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, der echt, ich habe gerade gedacht, weil das ja auch letztens gerade rauskam, die Real-Life-Adaption, weil die habe ich noch nicht gesehen, die Live-Action-Sache. Ja, die habe ich auch noch nicht gesehen. Sieht aber ein bisschen goofy aus. Ja, weiß ich nicht. Also da würde ich mir lieber halt nochmal einen Rewatch vom Original reinziehen, weißt du? Ja, safe. Ja, beides Goat. Avatar kann ich jedem empfehlen. Und vor allen Dingen auch für Leute, ich meine, es ist ja kein Anime, es ist ja ein Cartoon so an sich, aber vor allen Dingen so auch an die Leute, die vielleicht Probleme haben im Einstieg in die ganze Sache, guckt euch Avatar an. Vielleicht hilft euch das so ein bisschen ins Anime-Ding reinzukommen, auch wenn es kein Anime ist. Ja, ja, das stimmt. Gut, ich würde einmal Stream Elements grüßen und Breezy Tom, ne? Ciao. Okay, okay. Alter, Stream dann Elements. Mal, den Call lieben. Yo. Yo, ciao. Ciao. Digga, Tom und Stream Elements bekommen Gruß, das ist krass. Nokochi, dankeschön. Hey, was dankeschön, weiß ich nicht. Hi, was geht? Yo, 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 Nick. Oh, ich hab ausgedacht, okay. Sorry. Das, sorry. Nee, was geht? Hi. Hallo, sag doch jetzt was. Nokochi, hallo, bist du noch da? Guck, ich hab nicht über dich gelacht. Nokochi, du kannst jetzt wieder reden. Was ist deine Frage? Jet, was für Mobbing, ich hab... Mann! Emmy, hi! Emmy! 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 Chat, die haben gerade Mic-Probleme. Es hat keine Angst. Jetzt hört auf, delusional zu sein, Chat. Das ist so krass. Emmy, du darfst jetzt reden, oder funktioniert dein Mikro gerade nicht? Hallo? Warum lachst du jeden aus? Was? Chat, was wollt ihr von mir? Mann, ich habe ihn nicht ausgelacht. Das ist so krass, dass ihr sowas behauptet. Das war so lustig, du wie honest. Was denn, Tom? Mikro geht nicht. Okay, der nächste. Kannst du es versuchen zu fixen und dann gleich nochmal reinkommen, Emmy, okay? Wenn du es gefixt hast. Hallo, Kuna. Hallo. Hi, wie geht's? Ja, relativ gut. Und dir? Ja, auch relativ gut. Perfekt. Meine Frage wäre, ob du eventuell in Zukunft nochmal vorhast, so einen Art-Contest im Discord zu machen, weil der letzte echt ziemlich cool war und der ich da ziemlich viel Spaß dran hatte. Boah, das klingt richtig nice. Ja, ja. Das mache ich gerne nochmal. Hm. Hättest du denn einen Vorschlag über welches Thema? Boah, keine Ahnung, vielleicht. Ich weiß nicht, also... Das letzte Thema, bei dem ich mitgemacht habe, war, glaube ich, irgendwas mit Cockporn-Man. Und, ja, keine Ahnung. Ja, was, ich weiß ja nicht so, ich kann ja mal an die Art-Leute so aus dem Discord fragen, aber was haltet ihr denn von so einem Hollow Knight-Wettbewerb? Oh, dich in Hollow Knight? Cool. Boah, das wäre auch krass, ja. Also, es muss nicht explizit mich sein, ne? Aber ich fände so... generell so Hollow Knight als Art Contest, weil dieser ganze Vibe gibt halt voll viel her. Also man kann ja wirklich sehr viel machen. Oh. Also ich hatte auf jeden Fall mega Bock da drauf.
Nacktmalerei. Hallo, Gunnar, bist du noch da? Ja, sorry, ach so. Was? Also Jona fragt. Das ging an den Chat. Nee, nee, wie findest du Nacktmalerei? Fragt Jona. Finde ich super, 10 von 10 Thema. Okay, alles klar. Bin ich gut. Dabei. Okay, alles klar. Okay, dann viel Spaß noch. Okay, bis denn. Tschüss. Ciao. Machen wir wirklich Chat. Machen wir mal einen Art Contest mit Hollow Knight. Nokochi, da bist du ja jetzt wieder. Yo, yo, hört man mich? Hallo? Ja. So, okay, okay. Ich dachte, er lacht mich wieder aus. Nein. Oh Mann. Du würdest du nie. So, meine Frage. Am Anfang des Jahres hast du irgendwas so erzählt, dass mit Nela irgendwie, du hast eine irgendwas auf der Festplatte, die VODs, so, dass ihr damit überlegt habt, irgendwie so die hochzuladen, alle oder so. Aber seitdem habe ich nichts mehr davon gehört. Was habt ihr, was hast du, was alles, ne? Was wird? Was? Warum sehe ich ganz laut, warum sehe ich viele Ums im Chat und du, wie du in die Kamera guckst? Ja, Bro, du hast gerade irgendwie alles. Du hast gerade irgendwie alles gefragt, außer eine Frage. Ach so, nee, ihr habt ja so dieses, so Festplatte mit VOD, da habt ihr mal überlegt, daraus, das so hochzuladen alles. Hat sich da noch irgendwie was ergeben oder ist. Er nimmt T-Shirt in den Mund. Okay, warte, sorry. Also das war Kate mit der Festplatte. Kate Create. Das war Kate, okay. Ja. Scheiße. Kein Problem, kann ja mal passieren. Und ich wollte die tatsächlich als ganze Streams nochmal hochladen, aber ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, ob ich das auf meinem Zweitkanal Nick Beats einfach machen soll, was eigentlich ja persönlich geht, aber das würde halt so nicht Twitch-Zuschauer ein bisschen verwirren, wenn da auf einmal so Streams vom letzten Jahr oder so kommen. Oder ob ich da extra nochmal so ein Channel für mache, weiß ich gerade noch nicht. Nämlich, ich habe irgendwie erst 22 so Ende circa angefangen, dich zu gucken und ich glaube, ich hab da so viele lustige Sachen verpasst. So zum schönen Abend nochmal ein schönes Sneak-VOD reinziehen, ich glaube, das wäre so ein Traum. Okay, dann danke, dass du mich daran erinnert hast. Ich habe die Festplatte genau hier neben dem Schreibtisch liegen. Ich muss die halt alle dann nur noch mal einen Platz finden, wo ich die hochlade. So ähnlich wie Gronkh TV. Das wäre geil. Ich sag ganz ehrlich, wenn es irgendjemanden gibt, der so Websites einrichten kann, Neek TV, das wäre was. Ain't no way, Maxine. Ja, das ist wieder so krass. Das ist wieder so krass. Das ist wieder ain't no way bei mir. Nee, ich darf sowas nicht haben. Bin zu kacke dafür, ja. Wir könnten Nickflix realisieren, aber mit VODs. Das lassen wir. Aber ansonsten gucken wir das mal. Ja, los, gucken wir dann einfach mal, wie es geht. Ich habe mir auch dieses Drache und Chameleon jetzt bestellt. Ich freue mich so drauf. Okay. Ey, aber. Peak immer Peak. Aber mach dein Ding. Stream, was ich brauche in letzter Zeit, ist wirklich ganz oben. Freut mich. Deine Entwicklung hat mich wirklich inspiriert. Oh, das freut mich. Dankeschön, Mann. Auch wenn du Zuschauer auslachst, aber. Du bist, wie du bist. Wen? Mich zum Beispiel. Nee, ich hab dich nicht ausgelacht. Nee, Spaß. Doch, hab ich. Nee, bleib wie du bist. Alles klar, mach ich. Dankeschön, ja, du auch. Du alter Banause. Ey, hau rein. Nur hau rein, hin. Hau rein. Ciao. Tschüss, Chat. Ciao. Steven. Na, Abi? Jeremy in den Arsch gebumst. Es war Balschid, aber der ist noch minder hier. Okay, Steven kriegt einen Timeout. Super, Steven, jetzt hast du es wieder geschafft. Es war eben noch alles produktiv. Jeder hat sich benommen. Nein, es muss wieder der sein, der seit Jahren zuguckt, der hier reintrollt. Das ist so krass. Hallo! Hallo? Ja, hallo, Nick Classic, Nick Flix. Willst du auch mal irgendwie da sein, wenn ich dich reinziehe?
Ja, hör zu, ich hatte ein kleines Problem, okay? Nee, ich höre jetzt nicht zu, ich höre jetzt nicht zu. Red. Aua. Nee, ich will keine Frage stellen, das recht. Erstmal. Ja, okay. Es tut mir leid. Also erstmal, hi Chat, hi Nick. Hi. Die Frage, die ich stellen wollte, tatsächlich, wenn das vielleicht ein bisschen zu ernst ist, kannst du mir das ruhig sagen, dann ist es nicht so schlimm. Ich hatte dann auch eine Ausweichfrage. Okay. Aber eine Sache, die letztens da war, ne, ich will das jetzt nicht aufgraben, aber es hat mich irgendwie ein bisschen gehittet. Ich bin nicht ehrlich, noch allein. Damals das mit Pedde, das war halt literally ein Chatter von uns. Und was da alles passiert ist, das hat mich echt keine mitgenommen. Ich habe dem Subtalk mit dem ab und zu geredet, im Chat mit ihm gechattet. Das war crazy. Und da habe ich mich die Frage gestellt, die Menschen in meinem inneren Circle, die ich kenne und ich sage, das sind meine Freunde, kann ich da überhaupt wissen oder will ich überhaupt wissen, wer diese Personen wirklich sind oder brauche ich das? Was ist mit dir, Nick? Was soll mit mir sein? Was glaubst du denn, die Menschen in deinem inneren Freundeszirkus, kennst du die gut genug, um zu sagen, das sind Leute, denen ich zu 100% vertrauen kann? Oder denkst du dir, ich will das eigentlich gar nicht wissen, wer die wirklich sind? Ja, ich weiß, wer diese Menschen sind. Das sind ja meine Freunde. Ja, safe call, das dachte ich mir auch. Ich kenne meine Freunde, deswegen sind sie ja auch meine Freunde. Ich würde mit dem Wort Freunde nicht so leicht umgehen. Ein Freund ist eine der mächtigsten Worte, die du so benutzen kannst. Und wie kann jemand dein Freund sein, wenn du ihn noch nie in deinem echten Leben gesehen hast? Was meinst du damit? Hast du Pedde schon mal gesehen vorher? Ja. Nein, ich meine deine inneren Freundeszirkel im echten Leben, die du wirklich kennst. Das meinte ich mit meinen echten Freunden ja auch. Ich meinte jetzt, ich habe das jetzt nur auf Pedde bezogen, weil er mich daran erinnert hat, hey, es könnte ja quasi jeden treffen. Selbst wenn du es nicht erwarten könntest, you know? Ja, oder das Ding ist, du bist nicht für die Konsequenzen des Handelns deiner Freunde verantwortlich. Du musst nur Konsequenzen daraus schließen, wenn es passiert. Aber im Grunde genommen ist es doch was Normales und Gesundes, wenn du den Menschen, die du umgibst, einfach nichts Negatives glauben lässt. Also, dass du nicht denkst, die haben irgendwas gemacht oder irgendwas zu verbergen. Ja. Also ich meine, du hast doch eine offene Kommunikation mit deinen Friends, oder nicht? So, und da sollte man sich doch vertrauen. Ich denke auch immer an das Positive in der Menschheit und natürlich, dass die Freunde, mit denen ich mich ja seit Jahren verstehe, dass ich weiß, die würden mir niemals was antun oder die sind keine Arschgeigen. Klar, ich habe irgendwie nur so Depri gedacht. Okay. Also guck mal, das Ding ist so, ich habe auch Leute schon mal so als Freunde betitelt damals, über die ich eigentlich gar nicht genau so viel wusste. Also ich meine, ich hatte auch schon viele Leute um mich herum in den letzten Jahren, ob privat oder hier auf Twitch, wo ich mich immer von distanziert habe dann. Und das hatte auch seine Gründe. Also ich distanziere mich ja nicht von Leuten, weil ich einfach keinen Bock mehr auf die habe, sondern du merkst dann irgendwann, okay, Digga, das ist halt einfach nicht mehr meine Werte, nicht mehr meine Sachen, die ich miteinander miteinander kombinieren möchte. Und deswegen entferne ich mich so. Ey, danke, Mann. Das musste ich jetzt gerade irgendwie gerade actually hören, Digga. Deswegen bist du mein Scheiß-Goat. Danke dir. Okay. Das ist crazy. Ey, ich tu gerade tatsächlich momentan auch den Steel Store Run machen und der ist heavy. Also, for Silk Song, das heißt, ich wünsche dir noch viel Glück, ja. Dankeschön, Mann. Vielen, vielen Dank. Und dir auch. Viel Spaß dabei. Danke. Ciao, Leute. Ciao, ciao. Ciao. Eli, mach das aus! Mach es aus! Ich bin noch im Chat. Gemein. Du sollst das abstellen, wenn du reinkommst. Ich will nicht, dass man dann so einen horny Hentai-Sound hört. Ja, wie, warum? Ist das normal? Stell dir mal vor, du hast ein Vorstellungsgespräch in Discord und joinst da rein. Vorstellungsgespräch? Okay, stimmt, true. Ich kann was anderes reinmachen. Are you in it, son? Rot, du 50, Niklaff. Alter, Rivelli, dankeschön für 50, Mann. Vielen, vielen Dank. Alter, Tom, ich bleib... Nein. Was? Was? Du bleib... Was? Nee. Was?
Mein Mund ist schneller als mein Kopf, darf ich nicht sagen. Was? 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 Erst sagst du irgendwas mit Blasen und dann sagst du, mein Mund ist schneller als mein Kopf? Was ist denn jetzt? Lies doch, was Tom schreit, Alter, der Arsch. Ist das krass. Alter, so scheiß. Dankeschön für 27 Monate. Vielen, vielen Dank. Ey, seitdem Ila hier drin ist, falle ich so oft ins Wasser. Okay, Ila, was ist denn deine Frage? Ja, also ich habe Fragi zu, das hat sogar mit Glasblasen was zu tun. Und zwar wegen meiner Ausbildung. Und zwar habe ich ja jetzt einen Ausbildungsplatz sicher an dieser Berufsschule für Glas. Mann. Also, ich habe ja diesen Ausbildungsplatz sicher. Und ich habe jetzt auch einen Ausbildungsplatz sicher. An der Berufsschule für Glas? So heißt die? Die heißt so, du Arschloch. Okay. Mann. Sorry, also, dass ich kein Hörakustiker werde. Mann. Also, ich habe die Ausbildung... Mann, ich muss den Stream ausmachen, ich kann dich nicht angucken. Okay, ich habe an dieser Schule ja das sicher und ich habe jetzt noch einen Ausbildungsplatz sicher zum Steinmetz. Bei einer Firma, wo man halt mit Sandstein und so Zeug macht. Was? Mann! Ein Steinmetz! Bro, hallo! Es müssen ja Leute noch ins Handwerk gehen, ihr Arschis. Mann, nicht jeder wird Streamer. Ihr seid gemein. Hä? Aber wie? Du meinst wirklich, du schaffst das körperlich, diese Steine zu kloppen? Ja, ich hab das schon öfters gemacht. Steinmetzarbeiten sind voll fun. Und außerdem machst du ja per Hand nicht die ganzen großen Steine. Für so ganz große Steine, wo man so Badewannen und so macht, gibt's ja Maschinen. Da hast du so eine riesen Halle voll, wo eine Maschine steht und da gibst du das dann halt ein und designst am PC, wie es aussehen soll. Die Maschine macht das und du machst dann mit der Hand da drin. Ein Stacker ist so ein Brust pro Tag Farben. Ein Stack-Cobblestone. Nein, okay, also ja, also das, naja. Also da war jetzt so ein bisschen deine Frage dann auch. Ja, also ich habe das sicher, ich mache dann noch ein Praktikum und die Frage ist jetzt halt, was ich eher machen sollte, wenn die mich beide wollen, weil das Ding ist, dass ich bei der Schule für Glas, das ist halt unbezahlte Ausbildung. Das heißt, ich mache da 3 Jahre Ausbildung und verdiene nichts. Okay. Also ich muss nicht bezahlen, ich verdiene einfach gar nichts. Das heißt, ich bin immer 0-0, ich kann höchstens irgendwie BAföG oder wie es heißt beantragen. Und bei dem Stein würde ich halt bezahlt werden. Okay. Und was meinst du, würde dir auf Langzeit mehr Spaß machen? Das Blasen oder Glas. Das Kloppen? Ja, Glas auf jeden Fall. Ich finde halt Glas von dem Material viel interessanter. Aber das Problem ist halt, also ich habe halt in letzter Zeit gemerkt, bei Glas sind viel größere Einbuße, die ich habe, aber ich würde halt Langzeit da mehr Spaß dran haben. Okay. Weißt du denn nach der Ausbildung, bei welchem du mehr verdienst, oder kommt es ungefähr aufs Gleiche hinaus? Also bei Glassachen ist das so, dass du als Glasbläser nicht mehr eingestellt wirst heutzutage. Das heißt, ich müsste mich damit selbstständig machen. Ich würde dann sozusagen selbstständig einen Webshop haben oder irgendwas und würde dann halt meine Kunst da verkaufen. Also da wird man nicht mehr eingestellt, weil das stellt halt keiner ein, weil alle Glasbläser nichts mehr verdienen. Weil die meisten Leute zu geizig sind, für Glas zu bezahlen und kaufen es günstig in China. Nö, ich mach das bei McDonald's in meinem Menü. Ja, also ich weiß nicht, auch wenn das Spaß macht, aber Lia hat einen Punkt, vielleicht sehr schwierig für deine Zukunft. Also, ich meine, du musst ja selbstständig werden und selbstständig ist ja auch ein sehr komplizierter und langer Weg und da musst du auch erstmal sehr viel rein finanzieren. Aber das Geld hast du dafür ja nicht, weil du gar nichts verdient hast in der Zeit. Also, es ist so ein Weg, wo du sagst, also du verdienst kein Geld, arbeitest dafür, musst kreativ sein und musst deine Selbstständigkeit aufbauen, damit du irgendwie an deinen Unterhalt kommst. Schwierig. Aber es ist halt geil, also... Ja, es ist geil, aber das kannst du dir... Also, wofür brauchst du deine Ausbildung, wenn dich eh keiner einstellt? Kannst du das nicht privat lernen? So, wenn es dir so... Ja, gut, dann scheiß doch auf diese Ausbildung. Also, ich kann jetzt nicht große Sachen, aber so kleine Figuren und so kann ich. Und Kettenanhänger und Schmuck.
Ja. Kann ich schon. Also, aber ist dir das Geld nicht, also brauchst du nicht Geld auch? Oh. Also kommt, ich, wie, also ich habe halt, ich lebe ja jetzt seit 2 Jahren on und off von 100 Euro im Monat und ich würde das dann während der Ausbildung wahrscheinlich auch kriegen. So, wo ich mir denke, okay, ich würde zwar halt, also weißt du, es sind auch wieder 100, so, hm. Es ist schwierig, aber es funktioniert. Also 100 Euro im Monat ist schon echt, also sehr, sehr schwierig. Mhm. Ja, viele schreiben Stein. Ja, also bei Stein, das hat halt sehr viele Vorteile, aber es ist halt auch so wieder so, da muss ich halt 3 Jahre mit Stein was machen. Stein liegt mir nicht so stark, da müsste ich halt noch mehr lernen. Obwohl, ja, dafür ist eine Ausbildung da, aber... Ja, dafür ist eine Ausbildung da. Mhm. Ich kann dir Hörakustik empfehlen. Ja, da muss ich aber Menschen anfassen. Du musst dann, also du würdest gerne einen Job machen, ohne Menschen anzufassen. Ja, wo ich halt an Stein arbeite oder an Glas, wo ich an Kunstsachen, nicht mit Menschen so. Okay. Und kannst du so Wolle, also kannst du so stricken? Ja. Okay. Und wie wäre das? Text in die. Digga, du sagst Glasblasen und Steinmetzen, dann kann ich doch wohl Stricken vorschlagen, hä? Warum ist das jetzt so abwegig? Hä? Mein Schien. Ja. Ey, Maxi, nicht Mittelalter. Mittelalter ist geil, okay? Ich wäre da voll abgepoppt im Mittelalter. Ich kann alles. Ja, bitte, mach aber diese Minecraft-Pickaxe-Ausbildung, okay? Also mit den Steinen. Mit den Steinen. Da kann ich auch so eine Adonis-Statue von dir machen. Kannst du dir ins Wohnzimmer stellen? Nee, so narzisstisch bin ich dann doch nicht. Sicher? Ja, sicher. Ins Badezimmer. Nein. Danke für deine Frage und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Ciao. Tschüssi, Chat. Hi, Aziris. Moin. Na? So, was geht? Gerade den Dung Defender gemacht, sorry. Hi. Ja, alles gut. So, bevor ich loslege, erstmal kurz den Grüße raus an dich und Buck, die mich gestern mies geblueballt haben. Nehmen wir mir zweimal meinte, yo, kommst du Welle, wir brauchen einen fünften Mann. Und dann kamen wir anders. Bro, du kannst das lediglich, du kannst doch nicht so. Ist der nachträglich, das ist krass. Nein, alles gut, kein Stress. Kein Stress, aber. Nee, aber Buck, Claudio Leon hat mir geschrieben, der verdient das, der ist cool. Nee, aber jetzt zur Frage. Jetzt wird es sehr viel deeper als vorher. Oh, okay. Warte, erstmal kurz, sitzt du wieder oberkörperfrei? Bro, guck mal. Ich wohne fast in einem Dachgeschoss, okay? Es sind 25 Grad zu meinem Zimmer. Ich schwitze so schnell. Bro, ich wiege 110 Kilo. Ich ja, bin so fett am Sweaten. Ja, das ist ja auch nicht schlimm, aber ich schwitze deswegen einfach, Digga, die Fettschicht. Was soll ich machen? Wie groß bist du dann auf 110 Kilo? 1,75 circa. Ja, okay. Und hast du da so eine Klimaanlage sonst auch oder einen Ventilator? Ein Venti habe ich theoretisch, aber... Ein Venti sagt man ja heutzutage, sorry. Ja, sorry. Okay, und ja. Aber der wird quasi, der ist nicht an, oder? Der ist schon an, nur das Ding ist halt, wir haben halt nicht wirklich viel Geld und meine Mom ist dann automatisch so, yo, Geld sparen und so. Deswegen muss ich da so ein bisschen aufpassen. Okay. So, soll ich jetzt die Frage stellen, da sind noch andere Fragen offen jetzt von deiner Seite? Ja. Okay. Warte, ich muss hier, also ich spiele während bei noch Hollow Knight, da bin ich manchmal so ein bisschen hochkonzentriert. Ich bin hier gerade in so einer schwierigen... Also, wäre es für deine Mutter in Ordnung, wenn ich für dein Gamingzimmer dir einen guten Lüfter so hole?
Also, für meine Mom wäre das super, nur ich weiß halt jetzt nicht, ob du das wirklich willst. Wieso? Ich meine, naja, kannst du gerne machen, nur ich weiß halt jetzt nicht so. Ich will jetzt nicht, dass man für mich unnötig Geld ausgibt, so, wenn du jetzt meinst, dass es dann lieber irgendwie. Ja, aber wenn Valorant du den, wenn du jetzt so viel. Willst, dann kannst du ja lieber darin investieren. Nein, ich würde dir lieber irgendwie den Sommer ein bisschen angenehmer machen, weißt du? Boah, das. Das ist ja mega cool von dir. Also du musst es wirklich nicht machen, ne? Das ist, du kannst ja mal auf Amazon gucken, ob dir da einer zusagt, wo du meinst, so der würde dir ein bisschen was geben, ein bisschen helfen. Ey, das ist mega cool. Ja, kein Ding. Aber kannst gerne noch deine Frage stellen. Ja, okay. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe ja jetzt schon vorher gesagt, es wird ein bisschen deep. Ich hoffe, ich werde nicht zu sehr darin reindriften. Ich versuche es ein bisschen so gut zu halten. Ja. Also, basically, Sophie weiß davon sogar schon ein bisschen. Ich habe dir das gestern auch im Call erzählt, wo wir da abends waren. Aha. Ich hatte letztens, meine Eltern haben sie so vor circa, ich würde schätzen, 4-5 Monaten getrennt. Oh, das okay, heißt, ich mein Beileid. Ja, also, die Trennung an sich selber fand ich nicht mal so schlimm. Weil das Problem war halt einfach, ich hab's halt vorausgesehen. Weil ich habe halt so seit Kindesalter her, seitdem ich so, keine Ahnung, 12, 13 bin, eigentlich immer Streit mitbekommen, aufs übelste Rumgeschrei auch wirklich. Mhm. Also auf extremen Leveln. Und so an sich, ich verstehe halt beide Seiten. Also ich weiß, mein Vater war zum Beispiel auch ein Gamer, deswegen bin ich auch selber am Zocken. Okay. Aber meine Mutter ist halt komplett so dieses typische, damals war alles besser. So von wegen, das Altmodische ist geil und ich mag nicht so Technologie und so ein Shit. Mhm. Und das sind halt zwei Welten, die treffen halt absolut nicht gut aufeinander zusammen. Weshalb ja, halt true. Irgendwann das darin geendet ist, in wegen, mein Vater ist nur am Zocken. Der hat auch eine Zeit lang nicht gearbeitet, weil er wirklich gefühlt abhängig war darauf. What? Und was hat der gezockt? Ja, ja. WoW? Actually WoW, ja. Der hat eine Zeit lang WoW gespielt. Das Bro, ist das, ja ist, Kranke, das ist aber, das ist aber ein, das ist echt problematisch, ne? Ja, deswegen. An sich, er ist wirklich ein guter Vater, nur er ist halt einfach faul. So, er war halt wirklich, wenn ich irgendwas hatte irgendwie, naja, war ich mit der Erste, der für mich da war. Aber wenn es halt dann ums Arbeiten ging, dann war es halt wirklich krank. Es war, er hat eine Zeit lang als bei Flaschenpost gearbeitet, als Teamleiter. Okay. Und dann hat er gekündigt, weil die ganzen Mitarbeiter da irgendwie richtig Arsch waren, der vom Chef nur irgendwie rumkommandiert wurde und wirklich auf übelst beleidigt wurde. Mhm. Jetzt inzwischen hat er eine eigene Arbeit, wo er sogar ziemlich gut verdient, wie jetzt, wo er alleine wohnt. Aber ja. Aber es ging gerade eigentlich um Acer noch ein bisschen was anderes. Das war so eigentlich eher die Einleitung. Und zwar, was nämlich danach in Folge passiert ist. Du musst dir vorstellen, meine Mom hat halt eben, weil das schon sau lange so ist, irgendwann natürlich dann obviously die Gefühle verloren. Was ich halt natürlich nachvollziehen kann. Ja. Nur ich finde dann halt den Weg schwer zu sagen, yo, dann mache ich was hinter den Rücken meines Dads, wie sie es dann halt entschieden hat. Das heißt, sie hatte dann, noch als ich ein Baby war, da war ich glaube ich so 1 bis 2 Jahre alt oder so, hat die mit irgendeinem Typen, glaube ich, was gehabt. Ich weiß gerade nicht genau, wer das war oder wie der hieß oder so, das ist auch glaube ich halt egal. Aber ich weiß halt, dass von beiden Quellen, das wurde halt auch zugegeben. So, da hat er halt so gemeint, ja okay, verzeih ich nochmal und so. Da kam immer eine Trennung, da kam noch ganz viel anderer Scheiß, aber das ist gerade relativ unwichtig. Und das ist halt jetzt vor kurzem, als es halt passiert ist, dass die sich getrennt haben, war eben, weil sowas fast nochmal passiert ist. Weil meine Mom mit einem Typen geflirtet hat. Aus der Gastro, den sie kennt, weil sie war Kellnerin. Und ja, so ich. Das Problem ist jetzt halt einfach, wenn jetzt meine Mutter, sagen wir mal, wir sind beide getrennt, und meine Mutter kommt, nachdem sie sich getrennt hat, mit einem Typen, den sie kennengelernt hat, und sagt so, ja, hier, das ist mein Freund. Ja. So hätte ich ja kein Problem mit, das ist ja komplett normal. So, dann sagst du halt, ja, okay, ich will jetzt auch nicht, weil ich mein Kind einen Vater hat, würde ich jetzt nicht keinen Freund mehr haben wollen. Das verstehe ich. Understandable. Deswegen such den Freund. Das verstehe ich komplett. Aber der Move halt dann zu sagen, dass ich den Typen nach Hause bringe, den, mit dem ich in der Beziehung während deines Vaters geflirtet habe, da habe ich so einen richtigen inneren Konflikt. Okay, ich weiß okay. Ich weiß auch von Quellen, dass der nett ist. Also ich weiß, der ist nicht unfreundlich. Und ich weiß auch, das hat meine Mutter eher eingeleitet, das Ganze.
Aber es ist halt trotzdem so ein Punkt, wo man sich denkt, das ist halt so der Auslöser der Trennung. So, da bist du halt als dieser Kinderrolle, wo du denkst, yo, er ist der Grund, warum das diese Trennung hervorgerufen hat. Auch wenn ich weiß, dass es nicht wirklich der Hauptgrund ist. Mhm, okay. So, worum halt geht's fragen, beziehungsweise so, an wen? Ich habe auf sehr viele Sachen, die mir schon passiert sind, in der Fall gar keine Antwort gehabt. Also ich hatte ja auch schon Burnout und so ein Shit, aber das ist egal. Okay. Da weiß ich jetzt nicht, dass ich damit umgehen soll. Also das ist halt echt... Also keine Ahnung, geht da so mit um, wie die das deine Gefühle irgendwie sagen. Aber guck mal, ich war in einer ähnlichen Situation mit meinen Eltern und meine Mutter ist ja auch dann mit einer anderen Frau zusammengekommen und das hat bei mir auch immer im Haus durchgewechselt. Mal war mein Vater alleine da und hat schlecht über so den Lebenspartner geredet oder meine Mutter war mit ihrer Frau dann da und ich stand zwischen diesen beiden Fronten und am Ende des Tages bleibt ja eigentlich nur so die Entscheidung deiner Mutter zu akzeptieren, weil sie hat sich dafür halt bewusst entschieden und ich würde da jetzt kein persönliches Ego-Ding draus machen, irgendwie zu sagen, nur weil dieser Mann der Grund ist, der ist hier nicht der Grund. Deine Mutter hat sich einfach eine Entscheidung getroffen und dein Vater hat bestimmt auch eine Mitschuld dazu zu tragen, dass diese Beziehung zu Ende gegangen ist. Also ich würde jetzt nicht die ganze Schuld auf den neuen Partner bringen. Und solange er dich respektvoll behandelt und sich der Familie und dem Haushalt gut anpasst, so, und ihr friedlich miteinander leben könnt, ist das meiner Meinung nach zu akzeptieren. Ja, das sehe ich ja genauso. Also für mich ist es ja auch das Ding, ich habe jetzt nicht das Problem, mit ihm irgendwie auszukommen. So. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich klarkomme. Mhm. Nur es ist halt dann immer dieser Hintergedanke. Ich glaube, der wird halt nie wirklich komplett weg sein. Ja. Dass ich dann da sitze und sage und sagen kann, yo, da war nie was. So, das wird halt immer irgendwie da sein. Das ist halt deswegen, ich weiß, anfangs wird es halt okay sein, also auf Dauer, wenn ich so jedes Mal daran denken muss, ist das halt echt krank. So, das ist halt, keine Ahnung. Warum musst du so oft daran, also was genau lässt dich da die ganze Zeit dran denken? Also ich glaube, hast du mit deinen Eltern, also ist dein Vater jetzt weg quasi, ausgezogen? Ja, aber der wohnt jetzt so eine Minute Fußweg entfernt. Okay, und du hast jetzt mit beiden noch Kontakt? Ja. Okay. Gut, ja. Ja, keine Ahnung. Die Entscheidung deiner Mutter musst du akzeptieren, du musst aber nicht akzeptieren, du musst den Grund nicht akzeptieren, wenn du das nicht möchtest, aber ich würde dem jetzt, wie lang ist es jetzt her? Was hast du gesagt? Letztes Jahr? Die Trennung circa 4 bis 5 Monate. Ja, gib dem halt einfach nochmal ein bisschen mehr Zeit und schau, wie du dich dann so in einem Jahr fühlst, wie du damit klarkommst, weil das ist ja was Neues so für dich, ne? Immer noch. Ja, eben. Ja. Ich meine, ich komme damit eigentlich auch, wie gesagt, ich komme damit ja mental relativ wohl klar, nur es gibt dann diese ein, zwei Baustellen, wo man sich denkt. Ich glaube, es gibt andere, die würden darauf wirklich abstürzen und sich denken, Digga, was geht gerade in meinem Leben ab? Aber ich bin halt eher so einfach, ja, ist gerade so, kann jetzt wirklich was dran ändern. Boah, ich weiß nicht, also am Ende des Tages sind deine Eltern deine Erzeuger, die auch mal Kinder waren, auch Fehler machen und auch Entscheidungen treffen, die nicht immer die richtigen sind und die leben auch zum allerersten Mal. Ich würde denen nicht immer vorschreiben müssen, dass sie perfekte und gute Entscheidungen treffen müssen, nur weil sie deine Eltern sind. Also es ist komplett legit, dass die halt auch Sachen in ihrem Sinne machen und egoistisch handeln. Bist du schon über 18? Ja, ich bin dieses Jahr noch 20. Du lebst dein Leben und deine Eltern leben ihres und wenn das mit deinen Wertvorstellungen nicht übereintrifft, dann hast du deine Entscheidung damit getroffen, aber am Ende des Tages sind sie dir ja auch wirklich keine Rücksicht, sage ich mal, so mehr verpflichtet, was in ihrem Privatleben abgeht, weil ein Kind und sowas hat ja auch viel eingenommen. Vielleicht warst du auch der Grund, warum sie überhaupt noch so lange zusammen waren. Das kannst du ja auch mal so sehen. Eben. Weil im Endeffekt hätten sie sich schon vielleicht viel, viel früher getrennt, wärst du nie da gewesen, weißt du? Ja, hätten sie auch definitiv. Ja. Das wurde mir auch gesagt. Siehst du? Und das kann man ja auch als was Positives sehen. Ja, das ist cool. Ja, ich meine jetzt auch inzwischen, die haben sich ausgesprochen, die kommen jetzt aufeinander klar so. Deswegen, solange sie jetzt sich nicht komplett hassen, man kann so reden. Digga, ich hatte mein erstes gemeinsames Weihnachtsfest mit meiner Mutter und meinem Vater am Tisch letztes Jahr. Und das war das erste Mal seit über 13 Jahren.
So, das braucht Zeit. Es braucht Zeit. Alles braucht Zeit. Und irgendwann funktioniert das vielleicht einfacher. Ja, das stimmt. Ja. Okay, ja dann... Ja, viel weiter, viel Kraft und such dir das, was dir irgendwie deinen Sinn gibt. Und nimm das einfach auch so ein bisschen für dich hin und beobachte das, was du eventuell anders machen möchtest als deine Eltern. Ja, klar. Okay? Cool. Wie gesagt, sorry, was es so ultra deep jetzt gerade wurde. Nö, ich glaub, das ist, jetzt ist fein, ist fein. Egal was, ihr könnt fragen, was ihr wollt. Okay, easy. Musst du nicht für entschuldigen. Wünsche noch viel Glück bei deinem Steelsaw-Run. Jo, ich bin gerade gut dabei, Digga. Mir hilft das voll, wenn ihr nebenbei redet. Ich schwöre. Ich bin voll konzentriert, obwohl ich mich auf zwei Sachen konzentrieren muss. Das ist nice. Okay, ja, also. Das ist doch toll. Dann schönen Abend, ja? Liebe Chat. Ich sehe es nämlich gerade und euch noch viel Spaß. Ciao, ciao. Ich noch eine Hobby. Ciao. Hallo. Hallo, AKA. Ja, okay, das ist halt geisteskrank. Das ist jetzt geisteskrank, AKA. Hallo, Ju. Ju? Ja, du heißt ja Ju Nick. Was soll ich sagen? Ja, Nick, kannst du mich gerne nennen, zum Beispiel. Achso, danke. Darfst du mich gerne auch Maxine nennen, ja. Okay, AKA. Ja, okay, das ist halt geisteskrank. Nein, was geht, was geht? Jo, nicht viel tatsächlich. Hm. Hab hier eine halbe Stunde in der Warteschlange gewartet und so. Okay. ich hab jetzt so mal was, so, ja, wie sagt man das, so etwas Hallo? Happy-mäßiges. Hallo? Okay. Was, hallo? Hörst du mich? Ja. Ich wollte fragen, welche Erfahrung hatte ich am meisten geprägt in Japan? In Japan. Ganz auch allgemein, wenn du das möchtest. Ja, nee, das ist mir zu kompliziert. Also in Japan oder allgemein jetzt? Also, ja, mach in Japan. Was für ein Love Hotel, ich war da nicht mal. Digga, wirklich, Chat, check das nicht. Was hat mich da am meisten geprägt? Oder boah, ich glaube, immer wenn ich alleine unterwegs war. Ey, zusammenreisen macht Bock und sowas, aber ich genieße in Japan unfassbar doll oder generell auf Reisen unfassbar doll die Zeit mit mir selbst. Das können vielleicht viele nicht nachvollziehen, die das noch nie so gemacht haben, aber man boundet halt voll krass mit sich selbst, wenn man so in einem fremden Land ist, wo eine andere Sprache gesprochen wird, wo du alleine nur auf dich vertrauen kannst. Und das ist einfach ein geiles Gefühl, wenn man da überlebt, wenn man da zurechtkommt, wenn man sich auch mal traut, aus seiner Comfortzone rauszukommen und ein paar Leute auf Japanisch anzusprechen. Und, I don't know, das war geil. Und dann 2018, wo ich mit Vincent nachts in Kyoto auf den, durch die Tempeltore gegangen bin und auf den Berg hochgegangen bin. Das war wirklich sehr, sehr krass, weil wir haben da so einen Katzengeist getroffen. Also so ein Mysterium, was da lebt. Also halt legit. Das war irgendwie nachts um drei oder so. Und mitten auf diesem Berg war so eine schwarze Katze. Und dann sind wir weitergegangen. Und eine halbe Stunde später, also um diesen Berg hochzugehen, braucht man 3 Stunden. So, oder 4. Und irgendwann, so eine halbe Stunde später, irgendwo Kilometer weit oben, war auf einmal wieder eine schwarze Katze, die da saß. Neben so einer Vending-Machine. Als hätte die da auf uns gewartet. Es war nachts um 2. Und ich habe eine Sidequest für euch. Digga, ich schwöre. Und dann sind wir oben angekommen an dieser Aussichtsplattform. Kein Mensch, weit und breit. Normalerweise kranker Touristenspot. Kein Mensch, weil es halt nachts war. Und da sitzt schon wieder diese Katze. Und wir haben die 3-mal getroffen. Und ich dachte so, Digga, das kann nicht sein, dass so eine dass das immer dieselbe Katze ist. Das muss irgendwie eine andere sein. Weil wie schafft die das in dem Tempo, in noch schneller als wir, diesen Berg hoch zu kraxeln? Und dann habe ich gegoogelt, Kyoto, Black Cat. Und dann stand da ein Artikel drüber, dass dieser Katzengeist diesen Hügel beschützt. Und dass sie nachts dort halt Besucher schon öfters gesichtet haben. Boah, aber das stelle ich mir so cool vor, aber irgendwie auch so ein bisschen scary. Ja, es war null scary. Das ist das. Also es war wirklich null scary. Es war voll krass.
Aber irgendwie weird. Ja. Like Shadow, danke schön, Mann. Vielen Dank für den Sub. Vielen Dank für den Gifted. Also würdest du sagen, das ist auch so wie eine Art Selbstfindung, wenn man so alleine durch, ich würde sagen, also ja, reist? Es wird ja immer so ein bisschen gebeamt zu dieses, ich war in Australien und ich habe mich selbst gefunden, ne? Aber, also ich meine, eine Therapie ersetzt das Ganze nicht. Schon mal so vorweg, ne? Aber ein ganz normales, gesundes Aufbauen von Mut, von Selbstliebe, von Abenteuerlust, von Erfahrung, von positiv, gefüllt von positiven Momenten, vielleicht auch von Angst und von, sag ich mal, negativ behafteteren Emotionen. Aber das gehört halt dazu. Also man muss da halt hin. Also ich zu meinem Teil sage, dass Reisen und auch alleine Reisen mit eins der wertvollsten Sachen ist, die man so oft auf der Welt machen kann. Digga, allein als Frau in Indien soll kein Zeug. Ja, solange du kein Komodo-Varan bist. Das ist so krank. Ja, ich habe mir auch überlegt, so mal alleine so eine kleine, ich habe vergessen, mit dem Zug halt so durch ganz Europa zu reisen und dann so Städtebesichtigung zu machen. Ja, das hat Lena Zani gemacht. Da kannst du mal fragen. Ja, das weiß ich. Sie hat mir dann davon erzählt, ja. Ja, mal schauen. Ja, das klingt gut. Also ich würde mal sowas in der Art machen. Guck halt, was in deinem finanziellen Raum ist, wie viel Zeit du auch hast. Aber ich finde, reisen sollte man wirklich, wenn man es kann, sollte man es machen. Ja. Ich würde es mir auf jeden Fall überlegen. Danke, Nick. Ja, gerne. Schönen Abend dir. Danke, dir auch. Ciao. Ciao.
bis er stirbt und einen Viewer beleidigt. Nein, nein, nein.